Fast alle seine Lieder sind Hits geworden, Gassenhauer. Dallaris schreibt weder die Texte, noch komponiert er selber. Trotzdem wirken die Songs in seiner Interpretation wie aus einem Guss. Er hat mit allen bedeutenden Komponisten und Dichtern seines Landes zusammengearbeitet. 1974 zum ersten Mal mit Theodorakis. Dessen 18 Lieder der bitteren Heimat, nach Texten des großen Lyrikers Yannis Ritsos, war ihre erste gemeinsame Platte. 1980 ging Dallaris mit Theodorakis auf Tournee durch Australien und Lateinamerika. Mit Anna, von ihm und ihren Freunden zärtlich Anula genannt, ist Dallaris seit 15 Jahren verheiratet. Anna ist die Frau fürs Geschäftliche, sie organisiert und hält dem sanften Barden die Branchenunbill möglichst vom Halse. Die beiden haben eine Tochter, 2 Jahre alt. Seine Musiker gehören zu den Besten in Griechenland. Mit ihnen zusammen gab er erfolgreiche Konzerte in Paris, London, Stockholm und Brüssel. In den USA und Kanada trat er 1983 vor begeistertem Publikum auf. Sein Deutschlanddebüt hatte er vor 5 Jahren in Düsseldorf. Auch hier haben ihn die 5000 Zuschauer gefeiert. Wer ist im Ausland seine Zielgruppe? Kitaste, έξω από την Ελλάδα θα μιλήσω λίγο πιο γενικά, όχι μόνο για τη Γερμανία. Υπάρχουν 2 ειδών εκδηλώσεις που μπορεί να κάνει κανείς, 2 ειδών συναυλίες. Αυτές που απευθύνονται στην ομογένεια. Außerhalb Griechenlands kann man im Allgemeinen 2 Arten von Veranstaltungen organisieren. Einmal die für Auslandsgriechen, und es gibt viele Griechen im Ausland, und dann die Konzerte für das einheimische Publikum, für das Musik aus dem Mittelmeerraum immer mehr zur Alternative seiner eigenen Musik wird. Die Avantgarde der griechischen Musiker macht eine Veränderung durch, sucht neue Wege, sucht die Wurzeln im Osten und im mediterranen Raum. Es gibt in Europa ein Publikum, das diese Wurzeln schätzt, und diese Leute kommen in unsere Konzerte. Έτσι λοιπόν υπάρχει ένα κοινό στην Ευρώπη το οποίο αγαπάει αυτές τις καταβολές. Ich gebe seit 1980 Konzerte im Ausland und beobachte, wie dort das Interesse an unserer Musik immer größer wird. Manchmal spielen wir fast ausschließlich vor ausländischem Publikum. Die paar griechischen Zuhörer sind dann nur so eine Art Farbtupfer, sind die Atmosphäre. In Finnland und Schweden spielen wir zu 90% vor ausländischem Publikum. Am liebsten aber tritt er in Griechenland auf. Hier versteht man seine Lieder, seine gelebten und gesungenen Geschichten. Vor 4 Jahren war er wieder einmal auf der Insel Kos, die unmittelbar vor dem türkischen Festland liegt. Er sagt, die Musik trennt uns nicht, sie verbindet uns mit den Türken. In den Innengassen des Bosporus sitzt Yannis und beklagt den Abend. Neben ihm Mehmet, der trinkt ein Gläschen und singt ihm ein Lied. Ich Türke, du Grieche, ich Volk. Du Christus und ich Allah. Doch wir beide, oje, oje. Mit etwas Liebe und ein bisschen Wein geht's mir gut und geht's dir gut. Komm, nimm einen Schluck aus meinem Glas, Freund und Herzensbruder. 1922 war der Krieg zwischen Griechen und Türken zu Ende. 1,5 Millionen Griechen wurden aus Kleinasien ausgesiedelt. Sie brachten ihre Musik und Geschichte mit in die neue Heimat Griechenland. Dort blieben sie jahrzehntelang Außenseiter der Gesellschaft. Das Rebetiko ist das typische Lied aus dieser Subkultur. Musik aus Smyrna, woher die Mutter von Dallaris stammt, und griechische Musik haben sich im Rebetiko vermischt. Dallaris ist mit dieser Musik aufgewachsen und hat sie wieder populär gemacht. Und sie sicher auch kommerzialisiert. Yeah.
trifft der Wind an den Flügeln. Die Hirsche, wenn sie sich zum Trinken bücken. Doch mich, der ich ein Baum bin in der Erde, mich entwurzelt er bei jedem Morgengrauen. Sonne, ich bitte dich, sag den Trauernden, sie mögen an den Ufern der Bitternis um uns, die Verratenen, klagen. Mit diesem Lied des Komponisten Mana Suissos, einem Schüler von Theodorakis, hatte Dalares vor 20 Jahren seine Karriere begonnen. Warum ist Dalares?